Hallo und herzlich willkommen da. Ich melde mich mal wieder zurück aus Far Cry 3. Ja, lange, lange ist es her, dass wir Far Cry gespielt haben. Beziehungsweise ich spiele ja nicht mit. Leider. Niemand spielt mit mir. Nein. Ja, also, ich habe mich entschlossen, mal wieder Far Cry zu spielen. Und außerdem auch guten Rutsch. Also, frohes Neues. Guten Rutsch, ja. Alter, ich bin so verpeilt. Und frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit über Weihnachten. Ich habe ja eine kleine Weihnachtspause eingelegt. Habe ich zwar jetzt nicht angekündigt, aber ich habe mich einfach mal so dazu entschlossen. Und ja, ich nehme jetzt wieder Far Cry auf. Eigentlich wollte ich da damit einsteigen, dass GTA 5 rauskommt. Aber seit neuestem, ich habe es eben gehört, kommt GTA 5 für den PC doch erst am 24. März. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung, ich glaube, die wollen, dass das Game dann sofort perfekt ist, nicht so wie bei den anderen Starts, dass es immer noch so kleine Fehler gab, sondern sie wollen es generell vom Anfang an perfekt machen. Und mittlerweile ist es mir auch egal. Naja, geht so, also ich bin schon ein bisschen angepisst, aber naja, was soll man machen? Dann kommt das Spiel GTA 5, kommt halt dann erst am 24.03. Und ich habe mir gedacht, ja, ich wollte jetzt ab Januar halt wieder ein bisschen weitermachen nach meiner Weihnachtspause. Deswegen nehme ich hier gerade wieder Far Cry 3 auf, wo wir noch gar nicht so weit sind in der Story. Ich weiß auch gar nicht mehr, was wir zuletzt gemacht haben. Aber ich habe beschlossen, hier erstmal den Funkturm zu begehen. Ich habe, glaube ich, Waffen habe ich dabei. Alles dabei, super. Naja. Eigentlich habe ich mir auch so überlegt, über Weihnachten eigentlich ein Weihnachts-Let's Play zu machen. Ich habe da so ein kleines Spiel gemacht. Nicht gemacht, sondern gefunden. Aber dann habe ich es doch vergessen. Tut mir leid. Oh. Es geht ja schon gut los hier. Ihr lasst mich in Ruhe. Ihr lasst mich in Ruhe. Gut. Und ja, ich spiele ja halt auch noch immer Far Cry 3 und nicht Far Cry 4. Obwohl das ja mittlerweile schon Jahre draus ist quasi. Nein, Jahre jetzt nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Und ich habe es mir immer noch nicht geholt, weil ich weiß nicht. Irgendwann hole ich mir das auch. Vielleicht werde ich es dann auch nochmal spielen. Ich hänge halt immer hinterher. Ich versuche halt immer den günstigsten Moment abzupassen. Halt möglichst viel zu sparen. Ja, das versteht man sicher. Upsa. Ja, wie geht's denn jetzt hier weiter nach oben? Und ja, ich freue mich ja auch wieder ein bisschen aufzunehmen, wieder Far Cry. Oh. Ist ein geiles Spiel. Ja, dann wollen wir mal weitermachen. Und ich bitte euch auch wirklich, die Kommentare-Funktion auch wirklich ernst zu nehmen, weil wenn ihr da reinschreibt, ja, Far Cry, ja, 3 gefällt mir oder gefällt mir nicht, dann kann ich halt auch einschätzen, was ihr sehen wollt, weil, wie ihr seht, ich versuche zurzeit möglichst viele Spiele zu machen, um halt möglichst viele Menschen glücklich zu machen. Weil es geht mir halt eigentlich nur darum, Menschen glücklich zu machen, die Zuschauer zu begeistern. Ich selber bin begeisterter Let's Play-Schauer. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Ich sag das jetzt einfach mal so. Und halt immer abends, ich freue mich einfach, wenn ich dann sehe, oh geil, eine neue Folge kann ich mir angucken. Und dann hält das die ganze Stimmung wieder auf. Alles ist okay. Und das versuche ich halt zurückzugeben und an die großen YouTuber ist halt einfach nicht ranzukommen. Deswegen mache ich das für euch und gebe das quasi so wieder. Und darum geht es hier halt. Und deswegen mache ich auch möglichst viele Spiele zurzeit, weil ich halt nicht weiß, was ihr überhaupt sehen wollt. Ich habe zurzeit Saints Row am Laufen. Hier Far Cry. MTA noch. Das kommt irgendwann auch mal wieder, schätze ich mal. Zurzeit ist es gerade ziemlich lau, wir haben überhaupt kein Geld und haben beide, also der liebe
Kobalt und ich haben überhaupt keinen Bock. Sorry, dass ich dich Kobalt nenne. Aber du bleibst und bist für mich immer noch Kobalt. Tut mir leid. Du hast deinen Namen so am Anfang so gewählt. Und du wirst es auch immer bleiben. Mein lieber Kobi. Schöne Grüße nebenbei. Und ja. Halt, hab da so viele Spiele am Laufen und irgendwo muss ich halt auch weitermachen. Oder will ich auch weitermachen. Leute, um euch halt alle anzusprechen und naja, schreibt aber halt am besten in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Welches Spiel euch jetzt am meisten zugesagt hat. Dann werde ich das weiterspielen, die anderen eventuell pausieren oder ganz abschieben. Nur dann für mich alleine weiterspielen. Ja. Naja, jedenfalls, wir sind jetzt hier wieder in Far Cry 3. Und das musste eben einfach nur gesagt werden. Ist halt ein Abendgebet von mir mittlerweile. Nein. Oh, da unten. Oh, scheiße, da unten werden welche entführt. Bam! Okay. Was sagt er nun? War das gekonnt oder war das gekonnt? 2 auf 1 Streich. Oh, also. Das war jetzt schon eine Meisterleistung. Schlupf erstmal hier wieder runter. Hier ist ein kleiner Nachladeruckler. Von Far Cry. Wieso auch immer. Far Cry, da will mein PC immer nicht so ganz. Obwohl die anderen Spiele alles super läuft. Also bei meinem PC soll es eigentlich nicht liegen. Hier runter. So. Ich wollte jetzt nicht den Seilzug nehmen, weil ich glaube, ich bekomme ja was geschenkt, weil ich die befreit habe. Deswegen gehen wir gerade nur kurz hier runter. Ja. Gehen wir kurz hier runter. Wenn ich mal den Weg finden würde. Uah, hu, ha, hi, ho. Oh, das war gekonnt. Hallo. Ich habe euch befreit. Bin ich nicht nett? Bekomme ich jetzt was? Hallo? Hi. Hi. Ja, anscheinend nicht mehr. Ich glaube, das ist schon resettet, dass ich die befreit habe. Toll. Ist ja ein Traum. Ich befreie euch nie wieder. Naja, egal. War aber ein super Schuss. 2 mit 1? Wow, war nicht schlecht. Ja, klopfe ich mir selber mal auf die Schulter. Yo. Haben wir es geschafft, wa? Okay, ich tue euch nichts. Bitte hört auf, so komisch zu. Man. Wie nennt man das hier jetzt? Ah, verdammt. Ich bin heute ein bisschen verpeilt. So wie sonst auch. Ja, ist halt nichts Schlimmes und. Yo, was machen wir jetzt überhaupt? Ich sag die ganze Zeit, yo. Yo. Gucken wir mal auf die Karte. Wir haben hier das Gebiet. Pistolenherausforderung. Wir haben hier das Gebiet. Okay. Ich weiß halt überhaupt nicht mehr, was wir machen. Willis. Ich glaube, wir müssen mal zu Willis. Jo, dann gehen wir mal zu Willis. Welche Richtung? Hier lang. Kann ich ja noch dran springen? Nein, schade. Gut, dann laufen wir eben. Weil mit Autofahren haben wir ja nicht so gute Erfahrungen, aber wir machen jetzt trotzdem. Da will Far Cry, keine Ahnung, die Engine irgendwie nicht hinterherladen. Oder so. Oh, cool. Merp. Aus dem Weg. Platz da. Metzger ist da. Oh mein Gott, da hinten sind. Bahn. Okay, das finde ich jetzt auch ein bisschen blöd gemacht, dass sie halt nicht noch da sind. Ist immer nur quasi wie in Minecraft, immer so ein kleiner Schank geladen wird. Und da ist was und wenn die dann rausfahren und man dann in den Schank reinkommt, dass halt alles anders ist. Bisschen blöd. Naja, egal. Wir müssten aber hier rechts, ne? Ich gucke kurz auf die Karte, ob wir hier so eine Straße rum haben. Wir würden dann hier da rumfahren. Okay, warte, ich mach mal kurz was. Ich lauf mal hier weiter. Durch den Wasserfall. Ich glaube, dann schaffen wir das ja alles ein bisschen schneller. Wenn ich nicht dabei drauf gehe bei diesem Versuch. Die Grafik. Ich finde die mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so schön, nachdem ich Far Cry 4 gesehen habe.
Und ja, das ist nochmal ein schönes Update an der Grafik. Obwohl wir hier natürlich schon auf Ultra spielen. Glaube ich zumindest, wenn das nicht sich nicht alles wieder zurückgestellt hat. Ich habe halt schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich hoffe nicht. Also ich glaube, wir spielen hier noch auf Ultra. Jo, da nehmen wir mal das Auto. Steig ein, mein Lieber. Also Minecraft haben wir auch natürlich auch noch am Laufen. Keine Ahnung, da werde ich vielleicht noch so Party-Games machen, so jetzt so ganz allein Singleplayer bauen oder Multiplayer bauen. Mache ich jetzt, schätze ich mal, nicht so, weil das finde ich selber irgendwann auch langweilig. Weil einfach nur, ich kann mal ein bisschen Holz farmen. Vielleicht, ja, man kommt da zum Reden. Wie ging das nochmal? V, Y, Y, genau. Okay. Ja, man kommt dazu halt zum Erzählen, wollte ich eigentlich sagen. Ach, keine Ahnung, was ich auch erzählen will. Soll ich, weil, keine Ahnung, ich kann das halt noch nicht so gut. Tut mir leid. Ja, oh, scheiße, scheiße. Lass die mal machen. Ich muss weg. Ja, und jedenfalls deswegen mache ich halt Minecraft nicht so langweiliges Zeug die ganze Zeit bauen, sondern versuche halt Party Games oder irgendwas. Super Jump. Überhaupt, ihr kennt ja die ganzen Minispiele zu machen. Weil ich schätze mal, das ist ein bisschen spannender. Und jetzt müssen wir gleich schon bei Willis sein. Und dann wollen wir mal gucken, was der von uns will. Was der von uns will, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Cliffhanger. Naja. Ich bin gemein, ich weiß. Bin ja noch gar nicht da. Hehe, dann laufe ich ja noch ein Stück. Dann kann ich ja währenddessen noch sagen. Ich hoffe, es gefällt euch wieder, Far Cry zu sehen. Halt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ihr müsst einfach euch nur mit eurem Google-Konto anmelden. Das hat fast jeder ein Google-Konto. Wenn er ein Android-Handy hat, wenn er nicht gerade Apple benutzt. Da hat man sowieso Google-Konto. Und da kann man. Und Google-Konto ist direkt mit. Ja. Ist direkt mit YouTube verbunden. Oh, ging doch. Deswegen, ihr könnt einfach in die Kommentare schreiben. Es ist kein Problem. Alles kostenlos. Sage ich nochmal, manche wissen das auch gar nicht. Daher könnt mich natürlich auch liken, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, ich sage das jetzt auch nicht nur so, weil ich like geil bin. Nein, wenn es euch einfach gefallen hat, dann sehe ich das, dass es euch auch wirklich gefallen hat. Dann ist das halt so ein positives Feedback für mich. Oder könnt mich auch abonnieren, um meinen Kanal auch ein bisschen zu unterstützen. Um halt anderen noch mitzuteilen, könnt meinen Kanal teilen, anderen mitzuteilen, dass ich die halt auch noch erfreuen kann mit meinem Let's Play. Ich hoffe ich doch, ich erfreue euch damit. Ja, hoffe ich doch. Und naja, benutzt halt die Kommentarfunktion, halt alles gesagt kostenlos, ist kein Problem. Einfach anklicken, schreiben, bibabo, mir gefällt es nicht. Wenn es euch nicht gefällt, dann schreibt auch bitte eine ausführliche Erklärung, warum nicht. Nicht nur, also scheiße. Denn damit kann man einfach nichts anfangen und ja, wieso sollte man sowas schreiben? Es ist scheiße. Dann denkt man sich das und gut ist. Das finde ich und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Far Cry 3. Ich hoffe, euch hat's gefallen, mir hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal.